Hallo und herzlich willkommen im Steinekeller. Ich bin der Tobi und heute möchte ich euch ein bisschen über den Baufortschritt informieren. Und zwar haben wir hier im vorderen Bereich, oder beziehungsweise ist die Mitte eigentlich vom Steinekeller, einen kleinen Strand- beziehungsweise Yachthafenbereich angelegt. Wie ihr seht, einige blaue Platten, da kommen noch ein paar mehr dazu, also das ist erst der Anfang. Ein Steg, ein kleiner Strandabschnitt mit sandfarbenen Platten, so ja, Viererbreite, 4x4, 4x6 in dem Bereich. Dann haben wir hier natürlich den Angelladen aus der Lego Ideas Serie, der ist mit untergebracht. Natürlich etwas erhöht und vorne mit Steinen künstlich etwas erhoben. Unten drunter ist ganz einfach eine Holzplatte, die ist ungefähr 2 Steine hoch. Und das ergibt natürlich dann so einen schönen Effekt, dass das ein bisschen erhöht angelegt worden ist. Dann, wie schon erwähnt, hier mit Steinen rumrum einzelnen Einbuchtungen für die Schiffe, Yachten, Boote angelegt. Genau, Boote, und da sind wir bei dem Thema, da gab es ja ein paar schöne von Lego und die haben wir natürlich dazu geholt. Zum einen die Angeljacht, die passt gleich hier vorne gut dazu. Und ein Highlight finde ich, das ist aus der Creator-Serie, die Yacht hier. Die ist wirklich super gelungen. Also von meiner Seite, wenn ihr die irgendwo noch erwischt, holt die. Die ist super. Die gefällt mir von der Bautechnik her, vom Design her. Also es ist wirklich sehr schön verbaut. Was auch interessant ist, es sind gar nicht so viel Sticker dabei, sondern das ist auch sehr viel bedruckt. Und auch vom Aussehen her, es ist wirklich, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Also ich finde sie wirklich toll. Und die passen natürlich perfekt dann auch in so einen Yachthafen mit rein. Und da haben wir natürlich die größte Bucht hier extra für die schöne Yacht vorgesehen. Dann haben wir hier ein weiteres kleines Bötchen, finde ich eigentlich auch sehr schön, ist sehr schlicht gehalten, aber trotzdem passt das sehr gut eben dazu und das kann man dann auch hier perfekt da reinschieben und das verleiht dem Ganzen dann eben noch ein bisschen Leben. Soweit wieder von mir, ich werde euch demnächst mal wieder ein paar neue Bauabschnitte zeigen, weil wir sind hier immer kräftig, es gibt nie ein Ende, es gibt immer wieder was zu tun, man baut immer wieder weiter, hat wieder neue Ideen. Aber so soll es ja auch sein. Wir wollen ja auch hier zeigen, was man alles aus diesen Steinen bauen kann. Eben in diesem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute, macht's gut und wir sehen uns demnächst. Ciao!